Dann darf ich nämlich alle ganz herzlich willkommen heißen heute zu unserer Ringvorlesung. Schön, dass Sie oder dass ihr heute alle dabei seid. Die Vorlesungsreihe, ihr wisst es ja, ist für alle Interessierten ab 10 Jahren, also ab der 5. Klasse. Das heißt, also heute hören sozusagen Kinder, Jugendliche bis hin zu älteren Erwachsenen zu. Und gemeinsam mit euch darf ich heute sehr herzlich den Leiter des Instituts für Kommunikation und Navigation begrüßen, Professor Dr. Uwe Carsten Fiebig. Er arbeitet seit 1988 am Luft- und Raumfahrtzentrum in Oberpfaffenhofen. Das ist in der Nähe von München. Und dort hat er tatsächlich auch studiert, Elektrotechnik an der TUM. Seine Abschlussarbeit hat er in Paris gemacht, die Doktorarbeit dann letztendlich in Kaiserslautern. Und seit 2010 ist er sogar Honorarprofessor hier an der Universität Ulm. In seiner Forschung geht es vor allem um die Vernetzung, um die Optimierung von fast allem, was sich irgendwie bewegt, sei es jetzt am Himmel oder irgendwo auf der Erde, Flugzeuge, Drohnen, kleine Raumschiffroboter, die in Schwärmen unterwegs sind, aber eben auch Straßenfahrzeuge, Autos, Schiffe, Züge zum Beispiel, also sehr diverses Forschungsfeld. Und einen ganz spannenden Teilbereich wird er uns heute ein bisschen näher vorstellen, und zwar, was es mit dem neuen Flugfunk auf sich hat und wie dieser dann den heutigen Flugverkehr in Zukunft etwas verbessern kann oder deutlich verbessern kann, wie ich vorhin schon mal kurz in dem Video gehört habe. Kommen wir gleich drauf. Also ich sage nur noch mal ganz kurz ein paar organisatorische Punkte. Wir sind dieses Mal zweigeteilt, also die, die jetzt sozusagen über den YouTube-Channel zugeschalten sind. Hier kann man Fragen und Rückmeldungen sehr gerne einfach im Chatfenster sozusagen reinschreiben. Oder ihr schreibt mir eine E-Mail an die info@u3gu.de. Das wird jetzt auch gleich nochmal im Chat erscheinen. Und alle anderen, die jetzt direkt im Meeting dabei sind, ihr könnt sozusagen direkt im Chat auch direkte Fragen an unseren Referenten Professor Fiebig richten. Genau. Bedanken würde ich mich noch bei Kai-Uwe Piazzi, der sich im Hintergrund um Technik und den YouTube-Kanal kümmert. Und ein sehr großes Dankeschön geht natürlich selbstverständlich an unseren Referenten heute, Professor Fiebig. Wir freuen uns wirklich sehr, dass Sie heute hier sind und uns etwas über Ihre Forschung erzählen. Und so würde ich das Wort auch direkt an Sie übergeben. Ja, Frau Pfeffer, vielen Dank für die einführenden Worte. Einen schönen Abend, einen schönen Nachmittag Ihnen allen. Vielleicht eine kurze Korrektur. Ich leite nicht das Institut für Kommunikation und Navigation, aber eine ganz große Forschungsabteilung. Genau. Und ich arbeite beim DLR, wie auch schon gesagt. Und das DLR hat, Sie sehen das auf dieser Folie hier, viele Standorte über ganz Deutschland verteilt. Und rechts sehen Sie den Standort Oberpfaffenhofen, ist der größte Forschungsstandort des DLR. Und an dem arbeite ich auch. Und es liegt ähnlich im Grünen wie eigentlich die Universität Ulm. Wir haben hier noch so einen kleinen Flughafen nebenan, den wir auch für viele Flüge nutzen und auch für die, die wir im Rahmen auch des Flugfunks durchgeführt haben. Auf der nächsten Folie, die ist vielleicht ein bisschen gemein, da frage ich Sie nach Ihren Urlaubsplänen. Das ist gerade jetzt in den Corona-Zeiten vielleicht auch nicht die richtige Frage, aber ich glaube, Sie haben alle eine große Motivation, mal wieder in den Urlaub zu gehen, vielleicht auch zu fliegen. Wie war das früher eigentlich? Wie hat man das gemacht? Also Sie nehmen das Auto, die Bahn oder die S-Bahn und fahren dann zum Stuttgarter Flughafen oder auch zum Münchner Flughafen. Steigen dann vielleicht auch in einen dieser schönen Flieger, den Airbus A380, ein, um zu ihrem Urlaubsziel zu gelangen. Und sie müssen sich auf diesem Flug um nichts kümmern. Nicht nur das Essen wird gebracht, was noch viel wichtiger ist, der Pilot fliegt sie selber dorthin und wird auch begleitet von Fluglotsen, die die gesamte Strecke mit überwachen.
und auch ständig im Kontakt mit dem Piloten sind. Und das funktioniert über den Flugfunk, der eben essentiell ist für das Luftverkehrsmanagement. Im Englischen wird das als ATM bezeichnet, also Air Traffic Management. Das ist eine Vokabel, die jetzt vielleicht auch noch ein paar Mal so fällt. Flugfunk ist oder der die Luftfahrt ist ja jetzt auch schon über 100 Jahre alt und die Gebrüder Wright haben 1903 sind zum ersten Mal geflogen und einige Jahre später schon begann man Versuche durchzuführen, ob man eben vom Flugzeug aus Funksignale zur Erde schicken kann. Und das wird jetzt nicht überraschen, gerade Aufklärungsflüge, und das war in der Zeit des Ersten Weltkriegs der Fall, waren sehr, sehr wichtig. Und in Echtzeit auch Angaben zu haben darüber, wie es im Feld aussieht, das kann man eben von dem Flugzeug aus sehr, sehr gut machen. Und auch für diese Zwecke wurde eben Flugfunk entwickelt. Aber das ging alles nur sehr, sehr langsam voran. Und man ist im Grunde genommen an den ersten Jahren des Flugverkehrs relativ lang auch auf Sicht geflogen und ist auch nachts sozusagen auf Sicht geflogen. Da gab es Lichtfeuer, wie Sie das jetzt hier auf dem Bild sehen, Lichtkegel, an denen sich dann die Piloten orientiert haben, und die standen dann im gewissen Abstand, alle 40, 50 Kilometer oder manchmal auch dichter, und so konnte man dann auch nachts fliegen. Das gab es in den USA erstmals, einige Jahre später in Deutschland. Und etwa so ab 38 kam dann auch die UKW-Sprachkommunikation zum Einsatz, und die legte die Grundlagen für den heutigen Flugfunk. Und das ist wirklich sehr erstaunlich, dass wir heute noch einen Flugfunk benutzen, der auf diese Technik zurückgeht, die dann in den 50er Jahren ziemlich, also den kommerziellen Einsatz dann auch geflogen wurde. Die Geräte, die Sie jetzt hier sehen, die schauen natürlich heutzutage nicht mehr so aus wie damals. Aber das Konzept ist relativ gleich geblieben. Ich mache hier einen Vergleich auch mal zu dem Rundfunk, den Sie alle kennen. Im Rundfunk, und hier oben ist ein Radio abgebildet, und Sie sehen hier auch den Frequenzbereich zwischen 88 und 108 Megahertz, in dem viele Rundfunkstationen senden. Jede sendet dann in einem bestimmten Gebiet auf einer anderen Frequenz, damit die sich nicht gegenseitig stören. Im Englischen wird dieses UKW-Band, also der UKW-Rundfunk, so wie wir den kennen, als FM bezeichnet, weil die Signale frequenzmoduliert sind. Das ist auch eine analoge Modulation. Und es ist auch noch eines der ganz wenigen analogen Funksysteme, die heute im Einsatz sind. Und der Flugfunk, und Sie sehen das hier in dieser Grafik, der befindet sich in einer engen Nachbarschaft zu dem Rundfunk, nämlich im Bereich zwischen 118 und 137 Megahertz, sind da eben auch so etwa 20 Megahertz, die für den Flugfunk reserviert sind. Und das ist eine Frequenzallokation, die weltweit so gilt, die in allen Staaten umgesetzt wurde, und auf denen eben die verschiedenen Bodenstationen, also die im Wesentlichen befinden sie sich an Flughäfen, im Tower beispielsweise, mit dem Flugzeug, mit den Piloten dann auch sprechen. Und unten ist jetzt eines der modernen Geräte abgebildet, bei denen man dann die Frequenz einstellt, die gerade in dem Luftraum, wo man sich befindet, gültig ist, und dann eben mit sich den Controllern austauscht. Bei dem Controller selber, Sie sehen hier so einen typischen Arbeitsplatz, wird die Gesamtsituation oder eine regionale Situation eben erfasst. Und der Controller ist immer mit dem Piloten im Kontakt. Und 1950 begann es eben, dass man dieses Frequenzband, also diese 20 oder 19 Megahertz, dass man die eben eingeteilt hat in Kanäle, die 200 Kilohertz breit sind. Also fünf Kanäle sind dann ein Megahertz breit,
Und dann kriegt man hier eben in der Summe 90 Kanäle unter. Und heutzutage gibt es verschiedene, viele Dienste, die sich so mit der Zeit entwickelt haben. Und das ist hier ein Beispiel dafür, für den Münchner Flughafen, welche Frequenzen, ich gehe hier nochmal zurück, also wir sind zwischen 118 und 137 MHz und hier sehen Sie die Angaben, auf welchen Frequenzen oder welche Dienste welche Frequenzen nutzen. Das ist zum Beispiel der Tower, der spricht auf diesen drei Frequenzen. Und es gibt verschiedene Dienste im Apron-Bereich, grau und für Airport Operations, für das De-Icing. Und das sind schon eine ganze Menge und da kann man sich auch gut vorstellen, dass die Frequenzen auch mal ein bisschen knapp werden. Und hier sehen Sie eine Landkarte und hier farblich markiert die verschiedenen, das ist jetzt, gilt jetzt für einen Flug in relativ geringer Höhe, die Frequenzen, die in diesen Sektoren benutzt werden. Nun ist es aber so, dass sich, wie ich schon sagte, der Flugverkehr sehr stark erhöht hat seit 1950, als das System eingesetzt wurde. Und ich möchte Ihnen jetzt mal eine Idee davon geben, wie der Flugverkehr sich über einen Tag entwickelt. Dazu muss ich jetzt hier mal ganz kurz rausgehen und zum Video schalten. Ich hoffe, dass Sie das jetzt sehen können. Was Sie hier sehen, ist, jeder gelbe Punkt ist ein Flugzeug, ist eine Zeitrafferaufnahme über einen Tag. Und hier wird es gerade hell über Afrika, Europa. Und Sie sehen, dass wir hier sehr, sehr viele Flugzeuge nun über dem europäischen Luftraum haben. Und so langsam wandert die Tag-Nacht-Grenze hier bis zum zur Ostküste der USA. Hier werden auch immer mehr Flugzeuge starten. Und Sie sehen auch so am Laufe des Tages, dass sehr viele Flugzeuge nun von Europa in die USA fliegen. Das sind ja immer so diese Flüge, die zwischen 10 Uhr und 16 Uhr stattfinden. Und jetzt haben wir hier den Tag in den USA mit sehr vielen Flugzeugen. Auf der anderen Seite hier in China, Japan ist sehr wenig los. Also das ist so typisch für das Flugverkehrsaufkommen, dass es sehr starken Schwankungen unterliegt, nicht nur zeitlich, sondern auch regional. Wir haben sehr dichte Lufträume und auch solche, in denen deutlich weniger los ist. Dann wechsle ich wieder zur Folie. Gut. Was macht man jetzt nun, wenn die Funkkanäle, die 90, die wir 1950 haben, nicht mehr ausreichen? Es gibt eine relativ einfache Methode und das ist etwas, was man auch im Zuge der technologischen Entwicklungen leicht durchführen konnte, nämlich die Bandbreite zu reduzieren. Statt 200 Kilohertz verwendet man nur 100 Kilohertz und das heißt, dass man doppelt so viele Kanäle zur Verfügung hat. 1960 wurde wieder eine Reduktion der Bandbreite vorgenommen und damit waren wieder doppelt so viele Kanäle verfügbar wie vorher und das Spiel ging dann so weiter. 1972 hatten wir schon 720 Funkkanäle, die eben halt weltweit auch eingesetzt werden konnten. Und das war aber dann auch schon irgendwann mal wieder zu wenig. Und die letzte Reduktion der Bandbreite auf 8,33, ist genau ein Drittel von 25, führte dann zu einer Zahl von 2160 Funkkanälen für die Luftfahrt. Die Einführung oder diese Änderungen bedeuteten auch immer wieder, dass die Maschinen neu ausgerüstet werden mussten. Die Airlines waren da auch immer nie so glücklich, weil das eben Kosten verursacht, nicht nur Einbaukosten, sondern das dauert dann auch immer eine gewisse Zeit, während der das Flugzeug nicht fliegen kann. Die Bodeninfrastruktur musste natürlich auch angepasst werden. Und das sind eben dann auch Hindernisse, die es zu überwinden galt, die man auch tatsächlich überwunden hat. Aber nun ist man an der Grenze, wo man eben die Bandbreite nicht mehr weiter reduzieren kann. Gibt sich in manchen Regionen der Welt, wenn der Flugverkehr weiter steigt, ergeben sich Engpässe und man kann dann auch die Anzahl der Flugbewegungen nicht mehr erhöhen.
Ein zweites Problem, das wir mit dem heutigen Flugfunk haben, und das ist, wie gesagt, analoger Flugfunk, ist die schlechte Audioqualität. Und ich gebe Ihnen ein Beispiel hierzu. Okay, 924, depart Bingo 120, intercept the runway 10 left localizer, descend to maintain 6000. Clear 6000. Ich frage Sie mal, Frau Pfeffer, hören Sie das? Okay. 6000 up Bingo heading 120 for the 10 left localizer, Canada 924. 5-0, runway 3398. Roger, Mike 1615, is that about 1000, climbing up to 5. Mike 1615, on departure, credit content, climbing to 7000. So, ich halte es mal hier an. Die Piloten sind da sehr geschult, auch die Controller, zu verstehen, was hier genau gemeint ist. Und die Kommandos, die hier gegeben werden, auch die Bezeichnungen, Codenummern und Ähnliches, die müssen sehr, sehr gut verstanden werden. Und es ist wirklich erstaunlich, mit welch schlechter Qualität das heute gemacht wird. Wenn Sie so eine Qualität beim Mobilfunk hätten, würden Sie den Provider wechseln. Also das ist wirklich sehr gewöhnungsbedürftig. Und das ein großes Problem ist natürlich auch, dass wir hier einen Dienst haben, der sicherheitskritisch ist. Das heißt, wenn der Pilot das alles nicht richtig versteht, dann kann es zu größeren Schwierigkeiten, Problemen führen. In der Tat halten sich diese Probleme immer noch in Grenzen. Es gibt viele Sicherheitsmechanismen in der Luftfahrt, aber dieser Link, diese Technik ist absolut nicht mehr adäquat in der heutigen Zeit. Wir haben auch noch ein weiteres Problem, nämlich dass immer dann, wenn ein Flugzeug den Sektor verlässt, eine andere Frequenz eingestellt werden muss und das muss der Pilot von Hand tun. Stellen Sie sich mal vor, Sie fahren mit Ihrem Auto von Ulm nach Stuttgart und müssen alle 5 Kilometer die Frequenz ändern, mit der Sie die nächstgelegene Basisstation erreichen. Das ist absolut unvorstellbar. Aber es gibt auch Leute, die sagen, das hält die Piloten wach, weil sie sonst nicht so viel zu tun haben. Aber letztendlich ist das natürlich nicht Sinn der Sache. Und es gab in der Tat auch schon mehrere Versuche, ein neues System einzuführen, die aber fast alle oder praktisch alle bis jetzt scheiterten. Schalte ich den Laserpointer wieder ein. Gut, wir hier im DLR haben vor gut 10 Jahren, ich glaube, es liegt sogar schon noch länger zurück, uns dieses Themas angenommen. DLR, der Buchstabe L steht ja für Luftfahrt und wir machen hier am Institut für Kommunikation und Navigation eben Kommunikation für die Luftfahrt und wir haben ein neues System entwickelt, um eben auch in der Luftfahrt digitale Dienste anzubieten. Wir haben heutzutage ja auch im Mobilfunkbereich, da gab es ganz früher auch analoge Systeme, so auch wie das Telefon analog war und heute ist alles digital und im Flugfunk möchten wir auch zu einem digitalen System und dieses System nennen wir LDEX. Das L steht für L-Band, weil es in einem anderen Frequenzbereich arbeitet als der bestehende Flugfunk. DACS steht für Digital Aeronautical Communication System. Und dieses System hat viele Vorteile gegenüber dem bestehenden Flugfunk, eine deutlich höhere Kapazität, das heißt wesentlich mehr Kanäle noch, eine bessere Sprachqualität, aber eben auch die Möglichkeit für digitale Datendienste, für neue Dienste, und wie zum Beispiel auch die Übertragung von Wetterdaten, von Wetterbildern oder eine Planung, man spricht davon 4D Trajectory Planning, also einer Trajektorie für das Flugzeug, die an verschiedene andere Dinge angepasst sind. Und ganz wichtig, dieses System, das neue System wird abhörsicher sein. Es wird cybergesichert sein gegenüber Hackern, während das heutige System, der analoge Flugfunk, ja offen ist. Jeder kann mithören. Es gibt auch Tausende, wenn nicht gar Zehntausende von
sage ich mal, ja, sehr flugaffinen oder flugbegeisterten Menschen, die gerne auch mithören und die das Kauderwelsch, das wir gerade vernommen haben, auch verstehen und die dem auch gerne folgen. Aber so ein offenes System hat auch eben große Sicherheitslücken und die werden eben auch geschlossen mit LDEX. War ich zu schnell? LDEX hat sich eben das Ziel gesetzt, neueste Technologie einzusetzen. Und damals, als wir das entwickelt haben, haben wir uns an LTE orientiert. LTE ist die vierte Generation Mobilfunk und haben ein Modulationsverfahren eingesetzt, das bei LTE, auch bei Wi-Fi, auch beim digitalen Hörfunk DAB, beim digitalen terrestrischen Fernsehen eingesetzt wird. Es unterstützt die direkte Kommunikation zwischen Tower und Flugzeug und es basiert, wie im Bild gezeigt, auch auf einem Netzwerk von Bodenstationen, die mit dem Flugzeug dann kommunizieren. Wir haben digitale Dienste, Sprachqualität, Sprachübertragung in höchster Qualität und ausreichend Kapazität auch für die nächsten Jahrzehnte. Wir gehen davon aus, dass LDEX nicht nur 10 Jahre lebt, so wie das im Mobilfunk der Fall ist, wo alle 10 Jahre eine neue Generation von Mobilfunktechnik einzieht. Der jetzige Flugfunk hat, wie eingangs eben erwähnt, seine Wurzeln in den 50er Jahren, ist eigentlich 70 Jahre alt und deswegen wird LDEX auch so designt, dass er viele Jahrzehnte, dass man damit leben kann und ausreichend Kapazität hat. Das DLR ist federführend bei der Entwicklung. Und wir haben aber zahlreiche Partner, weil allein könnten wir das überhaupt nicht machen. Wir müssen uns hier mit sehr vielen Partnern abstimmen. Das sind im Wesentlichen die Flugsicherungen. Da ist die deutsche Flugsicherung, die europäische Eurocontrol, die amerikanische FAA und andere. Dann die Industrie, mit denen wir auch dann Prototypen bauen. Rot und Schwarz, Frequentis Leonardo beispielsweise. Und dann haben wir noch die Standardisierung. Und die zurzeit erfolgt im Rahmen der ICAO, das ist die internationale zivile Luftfahrtbehörde. LDEX musste sich ein neues Band suchen, weil der analoge Flugfunk, das VHF-Band, ja bereits voll ist. Da können wir nicht mit einem neuen System rein. Es gibt aber dieses L-Band, das auch hier gezeigt ist. Wir haben die Option, zwischen 960 und 1164 Megahertz dieses neue System unterzubringen, weil dieses Band nämlich auch ein aeronautisches Band ist, für aeronautische Dienste weltweit zugelassen ist. Nur es gibt da ein Problem, das sind schon andere Funksysteme. Das sind zum Beispiel Radarsysteme, das ist hier in Blau gezeigt oder hier in dem Hellblau. Da gibt es dieses JTITS, das ist ein militärisches System, auch in dem Band operiert. Was bleibt, sind die grünen Bereiche hier und wir waren da am Anfang auch so optimistisch, dass das ausreicht und in der Tat ist es dann auch so gekommen, wir bringen es dort unter, aber es heißt, es ist eine große Herausforderung, das zu tun, denn wenn ein neues System dort operiert, dort in Betrieb geht, wo schon bestehende Systeme gibt, muss man dafür sorgen, dass die bestehenden Systeme nicht gestört werden. Genauso natürlich wie auch umgekehrt LDEX dann nicht gestört werden darf. Ich gehe hier mal ein bisschen ins Detail. Vom vorhergehenden Bild sehen Sie hier nochmal diese blauen Balken. Das sind die praktisch die Kanäle, die DMEs haben, das steht für Distance Measurement Equipment. Das sind Radarstationen, mit denen Flugnavigation gemacht wird. Die stehen am Boden. Und die haben so eine Bandbreite von 1 Megahertz, das sieht man hier. Also einer dieser blauen Balken, wenn man da genau reinschaut, dann hat das eigentlich so ein Aussehen hier in der Frequenz. Also es ist so Frequenzmaske und die daneben, die mag zum Beispiel so ausschauen. Unsere Idee war es eben, LDEX hier in diesen Zwischenraum reinzulegen. Und das ist relativ anspruchsvoll. Und das geht auch. Aber wir haben es letztendlich nicht so gemacht, also nicht so eng, wie das hier dargestellt ist, weil auch die Nebenaussendungen von LDEX hier immer noch eine gewisse Auswirkung auf die DME-Station haben. Das heißt, wir müssen ein bisschen weiter weggehen von diesen Stationen. Aber letztendlich ist es ein Inlay-Band, das wir
hier so konzipiert haben. In dem Zeitbereich, das sieht man hier in dieser Grafik, ist die Situation wie folgt. Diese DMEs, diese Radarstationen, die senden nicht kontinuierlich. Die senden immer nur ganz kurze Bursts, ganz kurze Peaks, wie man das eben hier sieht, und dann wieder gar nicht. Und das heißt, man hat auch hier viele freie Zeit, um zu senden. Und das ist hier drüben auch nochmal gezeigt in diesem Modulationsverfahren. Das ist jetzt eine typische Darstellung von diesem OFDM, das wir einsetzen, was eben im Wi-Fi und LTE auch eingesetzt wird, wo die einzelnen Symbole, jedes Kästchen ist so ein Symbol, auf dem man Daten übertragen kann. Und hier das läuft es in der Zeit. Und wo Sie dann sehen, wenn jetzt eine DME-Station sendet, dann könnte die von außen hier sich überlagern, später eine andere Station oder wieder die gleiche, hier von außen oder auch von der anderen Seite. Und wir haben LDEC so designt, dass es mit diesen Störungen zurechtkommt. Aber der umgekehrte Weg, dass LDEC eben die DME stören kann, das konnten wir nicht ausschließen. Also wir konnten diese Situation, wie wir sie hier haben, nicht ganz ausschließen, dass die DMEs gestört werden. Und deswegen muss man in der Frequenz ein bisschen weiter weggehen. Und Sie sehen jetzt hier drüben zum Beispiel auch Bereiche, die frei von den DME-Stationen sind, und auch hier oben. Und es gibt natürlich auch Gebiete, größere Gebiete, in denen keine DMEs stehen. Und auch da kann man natürlich dann LDEC einsetzen. Das DLR hat auch sehr früh schon einen Demonstrator entwickelt. Wir hatten damals auch einen Wettbewerber und wir haben deswegen gesagt, wir bauen sehr schnell einen Prototypen und zeigen, dass unser System funktioniert, und konnten dann auch die ganze Community überzeugen, unseren Ansatz weiter zu verfolgen. Und in der Folge wurden dann eben weitere Hardware-Entwicklungen auch durchgeführt von den Firmen, die ich schon genannt habe. Ich komme nochmal auf diese Koexistenz zwischen DMEs und LDEC zurück, weil die ist sehr wichtig, auch in der heutigen Zeit noch, ist noch nicht ganz in der Standardisierung, noch nicht ganz durch. Wir sehen hier oben eine Landkarte Europas, und die roten Punkte, das sind die Stellen, das sind die Orte, an denen DME-Stationen stehen. Das sind hier, glaube ich, über 2000. Und die blauen die schwarzen Punkte im unteren Bild sind die Orte, an denen wir potenziell LDEC-Stationen platzieren wollen. Und dann haben wir natürlich auch noch die Flugzeuge, die überall hier fliegen. Und wir müssen jetzt schauen, dass die LDEC-Signale in der Frequenz weit genug von den DMEs entfernt sind und auch im Ort. Und das ist hier so ein bisschen gezeigt, da will ich jetzt aber vielleicht nicht ganz so reingehen. Also es ist schon auch, wir haben uns immer auch angeschaut bei den typischen Flügen oder bei eigentlich allen Flügen, die möglich sind, dass die die Flugzeuge nicht zu nah an DME-Stationen heranfliegen, die gleiche Frequenz haben. Beziehungsweise, wenn das der Fall ist, muss eben LDEC auf einer anderen Frequenz senden. Gut, und um deinen ersten Design auch vorzunehmen, mussten wir eben die bestehenden DME-Stationen alle berücksichtigen. Des Weiteren mussten wir berücksichtigen den gesamten Flugverkehr. Und Sie sehen hier links auch mal so ein Bild für Europa, wie sich das Flugverkehrsaufkommen über den Tag verändert. Und jetzt ist der frühe Morgen, der Vormittag mit sehr vielen Flugbewegungen. Sie sehen, es gibt Bereiche, im Wesentlichen ist das eben hier über London, Heathrow und dann Schiphol und Charles de Gaulle in Paris, Frankfurt, wo sehr viele Flugbewegungen sind. In anderen Bereichen, auch in Spanien ist Madrid und Barcelona so die großen Flughäfen, aber in anderen Bereichen gibt es weniger Flugverkehrsaufkommen. Und die gesamte Kommunikationslast, die mit dem Flugverkehrsaufkommen einhergeht, die ist hier gezeigt auf diesem mittleren Bild. Und da sieht man eben, dass das meiste Flugverkehrsaufkommen hier oben in Nordwesteuropa ist. Und basierend auf dieser Verteilung haben wir eine erste Zellplanung gemacht für LDEC.
und haben eben auch berücksichtigt, auf welchen Frequenzen die DME-Stationen senden und konnten eben zeigen, dass man LDEX auch ganz Europa versorgen kann. Und zwar das Dreifache des Flugverkehraufkommens, das man für 2035 prognostiziert. Und das bedeutet, wir haben hier sehr, sehr viel Luft für Erweiterungen, nicht nur für die Anzahl von Flugbewegungen, sondern auch für die neuen Dienste, die eben auch sukzessive in die Flieger kommen. Gut, und dann begannen wir auch mit ersten Flugversuchen und das DLR hat ja eigene Forschungsflugzeuge und deswegen, und die haben wir eben genutzt, um auch zu zeigen, dass LDEX prinzipiell, dass das funktioniert und wir haben verschiedene Flugversuche durchgeführt. Die allerersten waren solche, bei denen wir die Kompatibilität mit den DMEs getestet haben. Wir haben hier im Südbayern vier Stationen aufgebaut. Hier ist Oberpfaffenhofen und dann noch hier an drei Stellen haben wir Stationen aufgebaut, LDEX-Stationen, also prototypisch und sind dann zum Beispiel hier solche, wie ein Schmetterling, solche Muster geflogen und haben dann eben auch, es gab noch eine DME-Station, die war, glaube ich, hier irgendwo, ist jetzt nicht eingezeichnet genau, die eben für Interferenz auch sorgt und die wir auch testweise dazu verwendet haben. Das sind noch andere Pattern, die wir geflogen sind. Hier oben hatten wir eine Station in Schwabmünchen, bei Bad Wörishofen, Schwabmünchen. Da sind wir häufig, das sind so solche Kreise geflogen, in verschiedenen Höhen, in verschiedenen Durchmesser, um möglichst viele Situationen eben zu erfassen. Wir hatten auch einen Flug ganz weit drauf nach Norden, so weit, bis wir das LDEX-Signal von Oberpfaffenhofen nicht mehr gehört haben. Da wollten wir eben die Reichweite testen. Und schließlich haben wir uns dann in dem zweiten Flugversuch auch damit befasst, wie sich eigentlich die Signale ausbreiten. Und das ist auch sehr, sehr interessant. Man könnte ja meinen, dass zwischen dem Tower und dem Flugzeug sich das Funksignal ganz einfach ausbreitet. Man sieht ja vom Tower aus das Flugzeug und dann gibt es ein direktes Signal, das das Flugzeug erreicht. Und damit, klar, besonders mit dieser Meinung hat man auch recht, das ist so. Aber man sollte nicht meinen, dass deswegen keine Störungen zu erwarten sind. Und tatsächlich ist es so, dass es noch ein zweites Signal gibt, was das Flugzeug erreicht. Wenn das hier nämlich der Tower ist, dann wird das Signal vom Tower aus auch auf dem Boden reflektiert und zum Flugzeug abgestrahlt. Und so, oder der Boden kann die Runway sein, kann aber auch ein Dach sein, wie wir das hier bei unseren Messungen gesehen haben. Und dann erreichen zwei Signale gleichzeitig das Flugzeug. Und wenn, das ist hier links mal gezeigt, das direkte Signal und das Signal durch die Bodenreflexion, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, weil wir das gleich stark gemacht haben. Es ist eigentlich ein bisschen schwächer. Aber wenn das wenn sich hier zwei Signale überlagern, dann kann es sein, dass das Empfangssignal stärker ist, so wie das jetzt der Fall ist, wenn sich die Phasen, wenn die Phasenlage übereinstimmt, oder dass sich die Signale sogar auslöschen. Und das gilt es eben zu erfassen und das haben wir dann eben auch gemessen. Und wenn man das so projiziert hier an den Himmel, dann, und Sie sehen hier die Trajektorie eines Flugzeuges, das dann irgendwann hinterm Horizont verschwindet, dann hat man immer hier bei Rot ist in dem Beispiel ist das gute Qualität, also das heißt, Sie haben hier einen sehr guten Empfang und dann wird hier die Qualität schlechter, dann ist sie gut, dann ist sie wieder schlechter. Also das sind Dinge, die haben wir natürlich dann auch mit Interesse aufgenommen und das muss man natürlich wissen, dass sowas passiert. Das muss man bei dem Design dann berücksichtigen. Des Weiteren kann es passieren, dass es Reflexionen gibt von Gebäuden, also nicht nur vom Boden, so wie wir das gerade hatten, also über den Boden, sondern von Gebäuden. Also das seien jetzt hier Gebäude, also auch von dort können Signale reflektieren und die sorgen auch wieder dafür, dass das Empfangssignal verzerrt sein kann. Und wir haben festgestellt, das ist jetzt hier Oberpfaffenhofen, wo wir hier, wo das Kreuz ist, den Sender hatten, dass es Reflexionen gibt, die von großen Gebäuden wie diesem Hangar hier beispielsweise, das ist dieses Gebäude,
reflektiert wird. Und das ist dann eine sehr starke Reflexion. Wir haben gesehen, dass es Reflexionen gibt von Leitungsmasten, von diesen Strommasten und sogar von Zäunen. Also hier ist auch ein Zaun und da gab es auch sehr viele Reflexionen. Und je nachdem, wo das Flugzeug sich befindet, es stören dann auch diese Reflexionen und das haben wir eben auch erfasst und das ist beispielsweise auch ein Thema für eine Doktorarbeit, die ein Kollege hier durchgeführt hat, um das Mehrwege, um ein tiefes Verständnis eben für die Ausbreitungsverhältnisse zu bekommen. Hier ist es auch nochmal gezeigt, nochmal schematisch. Sie sehen hier die Trajektorien von mehreren Flügen. Und auf dem Bild hier links schauen wir so nach Südwesten. Das ist hier mit diesen beiden Pfeilen so gezeichnet. Also wir schauen hier in diesen Kegel rein. Und dieser Flug hier, das ist dieser hier. Und da sehen Sie auch, hier ist die Farbkodierung ein bisschen anders. Da, wo blau ist, ist das Signal schwach. Rot ist ganz gut. Und hier haben wir mehrere Flüge und da ist der hier gezeigt und der höchste. Und da sehen Sie eben auch, da kann der Empfang auch ziemlich leiden. Und deswegen muss man Gegenmaßnahmen vorsehen. Und das haben wir eben beim Signaldesign schon so gemacht. Es ist eine der Gegenmaßnahmen wäre auch, dass man zum Beispiel zwei Antennen hat an Bord des Flugzeuges oder im Tower. Dieser Leistungseinbruch, der durchaus ein Faktor 10 sein kann, ist allerdings nicht in allen Fällen so kritisch. Der ist im Wesentlichen erst dann kritisch, wenn man sich sehr weit weg befindet. Und deswegen heißt es auch, dass man die Funkzellen vielleicht auch ein bisschen kleiner machen muss. Also das sind Dinge, die wir dann auch im Design eben vorsehen. Genau. Und schließlich, jetzt stimmt die Überschrift nicht ganz, sorry, das sind die dritten Flugversuche, die haben wir im März 2019 durchgeführt. Und das war also vor 2 Jahren. Und vor 2 Jahren haben wir erstmals LDEX-Anwendungen getestet. Das war eine sehr große Demonstration über 6 Flugtage, eine ganze Woche lang, 13 Stunden Flugzeit. Wir sind hier auch verschiedene Pattern geflogen, wie man das hier sieht. Wir haben auch wieder 4 Bodenstationen aufgebaut. Sie sehen hier einen prototypischen Aufbau von LDEX. Noch ist es riesengroß. Das eine ist der Sender, das andere ist der Empfänger. Und Sie sehen, das wird natürlich alles irgendwann mal ganz, ganz klein werden und ein kleiner Einschub sein in die Bordelektronik. Aber noch ist es sehr groß und das haben wir dann eben, diese Racks haben wir hier im Flugzeug eingebaut. War dann auch gar nicht so bequem für die Experimentatoren, da auch noch mitzufliegen und die Aufzeichnungen zu überwachen. Aber wir konnten hier sehr vieles schon testen und das hat auch ein sehr, sehr großes Echo in der gesamten Luftfahrt-Community erzeugt. Wir haben erstmals verschiedene Anwendungen getestet und insbesondere, das ist eben ganz wichtig, erstmals überhaupt cybersichere Kommunikation gezeigt, auch mit post-quantum-kryptografischen Verfahren. Das sind Verfahren, die man auch mit Quantencomputern nicht mehr knacken kann. Wir haben cybersicheres GBAS gezeigt. Das ist ein GBAS, ist ein im Grunde ein Augmentierungssystem für die Navigation. Und für die Landung von Flugzeugen mittels Satellitennavigation sehr wichtig. Und GBAS lebt von Korrektursignalen und die werden über Funk übertragen. Und die haben wir eben auch cyber gesichert und auch gezeigt, dass da die ganzen Latenzen, die man fordert, dass wir die einhalten können. Wir haben das Zell-Handover erfolgreich getestet, wenn man so von einer zur anderen Zelle fliegt. Konnten natürlich auch, wir haben nachgewiesen, dass eben die Datenraten sehr hoch sind, 50 mal höher als in den bestehenden Systemen. Die Reichweite haben wir sogar noch ein bisschen übertroffen. Wie schon auch gesagt, Latenzen haben wir auch gefordert. Und zwar ist es so, die Luftfahrt-Community ist eigentlich relativ konservativ. Und so haben, und es gibt da Latenzen, Verzögerungen, die möglich sind und die konnten wir ganz dramatisch unterschreiten. Also um Faktor 40 oder in anderen Worten um 98%. Und dann konnten wir, und das ist auch ganz wichtig, eben aufzeigen, dass die Interferenz von LDEX auf andere Systeme
praktisch nicht existent ist, dass sie die DME-Empfänger nicht stören. Und das war auch unglaublich wichtig. Hier das Team, das für solche Flugversuche eingesetzt wurde. Und das ist eine recht große Mannschaft. Ganz links Michael Schnell zu sehen, der auch die Standardisierung leitet. Und ich sagte Ihnen ja auch, wir haben da verschiedene 4 Bodenstationen. Dann sind immer 2 Leute an jeder Bodenstation. Dann haben wir Leute, die im Flieger sind. Also ist immer ein großes Team dann dahinter. Und die vorletzte Folie hier zeigt Ihnen, wie die Arbeiten nun weitergehen. Wir sind eben jetzt in der Standardisierung, schon seit einigen Jahren eigentlich, aber es sollte auch bald jetzt abgeschlossen sein. Das geht in der Luftfahrt freilich auch nicht so schnell voran, wie man sich das manchmal wünscht, oder nicht so schnell auch wie im Mobilfunk. Die Teilnehmer dieser Standardisierung kommen von Flugsicherungen und Firmen aus Europa und aus auch anderen Staaten, China, Singapur. Und auch von Organisationen wie der IATA, das ist die Vereinigung von Fluggesellschaften. Und wir haben einige Meilensteine erreicht, die ersten Dokumente geschrieben. Aber wir müssen noch die Harmonisierung abschließen, eben mit den DMEs. Das ist das Problem, das sich wie ein roter Faden hier durch den Vortrag zieht. Also wir konnten zwar nachweisen, dass wir die DMEs nicht stören, aber da müssen wir immer noch ein paar Arbeiten durchführen. Und später dann eben unsere Dokumente, all das muss noch validiert werden. Und 2025 wird das dann wahrscheinlich abgeschlossen sein. Und in der Zwischenzeit werden wir nächstes Jahr nochmal Flugversuche durchführen. Das sind dann die vierte Messkampagne, um auch das Bodennetzwerk von LDEX zu testen. Dann wird es die ersten industriellen Produkte geben und im Rahmen von CESAR, das ist ein Zusammenschluss von Einrichtungen in der europäischen Forschungsförderung, werden wir voraussichtlich ein Very Large Demonstration Projekt machen. Das heißt, das wird dann wahrscheinlich, das muss noch definiert werden, mit mehreren Fliegern auch weite Strecken fliegen und die Gesamtfunktionalität dann auch nachweisen. Eher dann LDEX ist noch ein bisschen hin, aber wahrscheinlich dann nach 2026 auch den Betrieb aufnehmen kann. Ja, ich hoffe, Sie haben so einen Eindruck bekommen, wie der Weg ist, auch manchmal ein relativ langer, von den ersten Ideen, von den ersten Forschungsergebnissen über Simulationen und dann auch Flugversuchen bis zur Standardisierung. Und wir hoffen nun, dass LDEX dann auch bald Einzug erhält in die Luftfahrt, um die Luftfahrt noch sicherer zu machen, damit Sie auch Ihren Flug hoffentlich bald auch in den Urlaub genießen können. Und das alles mit DLR Insight. Wir sorgen dafür, dass Sie einen sicheren Flug haben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herr Piebig, wunderbar. Vielen herzlichen Dank für den tollen Vortrag. Ich habe super viel gelernt. Ich würde jetzt auch einfach die Diskussionsrunde sozusagen eröffnen. Also jeder, der eine Frage hat, kann gern entweder den Chat in YouTube nutzen, mir eine E-Mail schreiben an die info@u3gu.de, falls noch nicht geschehen, oder sozusagen die jetzt direkt hier direkt mit im Meeting sehen können, auch die Chat-Funktion hier von Zoom verwenden. Was mich jetzt gerade noch ein bisschen brennend interessiert, was ist denn da der Unterschied sozusagen zu Telefonie, zu Fernsehen? Die haben das ja alles scheinbar viel eher geschafft, diesen Wechsel von analog zu digital. Also wieso dauert das sozusagen beim Flugzeug so lang? Wieso seit 1938 bei diesem System? Ja, ist eine sehr gute Frage. In der Tat dauert es wirklich lang und ist ein großes Unterfangen. Und das liegt daran, dass es eben sehr, sehr viele Player gibt, die hier alle mitsprechen und alle unterschiedliche Meinungen haben. Der Flugfunk ist ist eine weltweite Angelegenheit. Und der muss dann auch mit allen Flugsicherungen dieser Welt abgestimmt sein. Aber nicht nur mit denen, auch die Airlines haben hier ein großes Mitspracherecht. Und
die sind zum Teil oft auch recht konservativ oder sagen, naja, das, was wir halt haben, das funktioniert und warum soll ich den Flieger jetzt, soll ich da immer wieder was Neues einbauen, das kostet mich zu viel Geld, lassen wir das lieber. Also das ist eine Community, in der ja, einfach viele Player unterwegs sind und Innovationen schon Einzug halten, aber einfach nicht so schnell wie Mobilfunk, wo eine ganz andere Marktmacht auch dahinter steckt und wo auch durchaus ein Gespräch ja mal ausfallen darf, was, glaube ich, jeder auch heute immer noch erlebt, dass im Mobilfunk mal das Gespräch abreißt und das darf halt im Flugfunk nicht passieren und deswegen sind da die Wege oft ein bisschen länger. Sehr gut, wunderbar. Ich stelle mir jetzt da gerade die Frage, sind Sie der Einzige, der an einem neuen System arbeitet? Weil ich denke, wenn seit 1938, Sie haben ja diese Tonspur gezeigt, die ja relativ schlecht sozusagen ja, zu verstehen ist, nur das geübte Ohr konnte da wirklich was raushören. Gibt es da aber andere Systeme, die sich da parallel zu Ihrem Forschungszweig entwickeln oder ist sozusagen wirklich das eine System, das die Innovation für die Zukunft vorgeben wird? Also LDEX wird das eine große System sein, das jetzt wirklich auch eine Innovation in der Luftfahrt, in der Luftfahrtkommunikation ist. Mhm. Es gibt noch ein im Flugfunk, der analoge Flugfunk wird irgendwann mal ausgefasst werden. Da wird es aber sehr, sehr lange Übergangszeiten geben, die dauern wahrscheinlich 20 Jahre lang. Das wird ausgefasst werden. Und dort, wo sich eben dieser analoge Flugfunk befindet, gibt es einen Kanal, zum Beispiel für ganz Europa, für Datendienste, die so irgendwie so die Kapazität von einem Faxgerät haben. Also es ist nicht wirklich, es ist in der Tat gibt es halt so, und zum Beispiel gibt es auch ADS-B, das ist ein System zur Kollisionsvermeidung, das auch digital ist. Aber das sind so die einzigen Ausnahmen. Also um wirklich für hohe Sprachqualität zu sorgen und auch für Datendienste mit höheren Datenraten, da ist LDEX das einzige System, was dann auch eingesetzt wird. Genau, ich gucke jetzt gerade in den Check, da war die Frage, ob es schon in einem Flugzeug verbaut wurde. Das hatten Sie ja eigentlich schon beantwortet, auch mit den Prototypen. Und ob es Pläne gibt, genau diese bald zu verbauen. Ich glaube, das hatten Sie fast mit Ihrer letzten Folie schon beantwortet. Die Serienreife wäre dann wahrscheinlich direkt 2025, 26 oder ist da auch noch ein bisschen... Genau, also das, wir hoffen, dass es dann auch bei diesen Jahreszahlen bleibt. Mhm. Jetzt sind ja nur Prototypen eingesetzt worden und die Idee ist es, dass man in dem Platz, in dem heute das alte Gerät, das VHF-Sprechfunkgerät integriert ist, dass man exakt die gleichen geometrischen Abmaße und verwendet, um dann dort auch einen Einschub zu machen, in dem dann auch LDEX mit dabei ist. Super. Also da gibt es dann auch Migrationsszenarien, wie man das bewerkstelligen möchte. Spannend, sehr gut. Genau, dann kommt noch eine Frage von jemandem, also ich weiß, der sitzt gerade mit seiner Schwester, die sogar ein bisschen jünger als 10 Jahre ist und die hatten die Bitte, ob sie das vielleicht mit der Bandbreite noch mal ein bisschen genauer erklären können. Das ist wahrscheinlich ganz am Anfang die Folie, wo Sie so gezeigt haben, dass man sozusagen immer wieder kleiner wurde. Also ich habe mir gemerkt, wann sozusagen der Kommentar kam. Da können wir auch gleich noch mal hinspringen. Das hier. Hier, genau. Also Bandbreite, also wir haben, sagen wir anfangen, also Signale, die man überträgt, ein Merkmal von Signalen ist die Bandbreite, das heißt, wie viel Platz sie im elektromagnetischen Spektrum verbrauchen. Und im Rundfunk haben die Signale auch eine bestimmte Bandbreite. Beim TV, bei der Fernsehübertragung, wo man noch viel mehr Daten überträgt,
mit höheren Datenraten braucht man mehr Bandbreite. Und die Bänder, die zur Verfügung stehen, die haben in der Summe eben eine große Bandbreite und kann man jetzt in verschiedene Kanäle einteilen. Und das einzelne Signal, das hatte eben früher mal 200 Kilohertz und das kann man, sage ich mal, schmäler machen. Das bedeutet aber auch, dass das Signal selber, dass die Technik dahinter effizienter sein muss. Das steckt eben hinter Bandbreite und Bandbreite-Reduktion. Mit neueren Verfahren, mit besseren Verfahren kann man Bandbreite reduzieren und trotzdem noch die gleiche Information übertragen. Genau, diese Folie, die passt eigentlich auch ganz gut zu einer E-Mail, die mich erreicht hat. Und zwar kann die Bandbreite beliebig oft reduziert werden. Nein, kann sie nicht. Genau, kann sie nicht. Das hängt eben damit auch zusammen, welche Datenraten man überträgt und welche Empfangsgüte man haben will. Also im Grunde kann man schon nochmal weiter reduzieren, aber müsste dann auch wiederum die Leistung erhöhen. Und auch da gibt es dann eben Grenzen. Und im Flugfunk ist es so, dass man eben hier bei diesen 8,33 Kilohertz angelangt ist, die man tatsächlich auch nochmal reduzieren könnte. Also aber das würde sich nicht mehr wirklich lohnen. Und das geht teilweise dann auch damit einher, dass man auch die Leistung erhöhen müsste. Es wäre wahrscheinlich geschickter gewesen, historisch gesehen, man hätte das Minimum gleich herausgefunden und dann gleich mit dem Minimum gearbeitet, oder? Ja, wobei man aber nicht die Technik hatte, um das umzusetzen. Ah, also okay. Man kannte auch die vielen, die Verfahren, also auch die Sprachcodex und so weiter, was man da eben alles hatte, das war alles nicht bekannt. Ja. Genau, dann haben wir noch im Chat, im YouTube-Chat eine Frage. Wird bei Atlantiküberquerungen durch das neue System eine durchgehende Funkverbindung bestehen? Bislang läuft das ja über NAT. Ja, das ist eine gute Frage. Ich sehe auch drüber die Frage, wie es mit dem HF-Funk weitergeht, den man eben auch gerade für die Atlantiküberquerungen verwendet. Das wird auch noch eine Weile bestehen. Und LDEX in der Form, wie ich das heute gezeigt habe, wird das nicht ersetzen können. Allerdings, und zwar liegt es daran, dass eben einfach die Reichweite nicht gegeben ist. Selbst von der westlichsten Bodenstation in Europa an der Küste Frankreichs oder von Irland kommt man dann auch nur so, ich sag mal, 150 Kilometer oder 200 Kilometer weit, aber eben nicht weiter. Und was wir aber auch zurzeit entwickeln, ist eine sogenannte Air-to-Air-Komponente, das heißt eine Funkverbindung zwischen Flugzeugen. Und damit kann man ein Gespräch, das vom Boden zum Flugzeug geführt wird, dann weiter von Flugzeug zu Flugzeug weiter routen. Also das ist eine Alternative für den HF-Flugfunk, bedeutet aber natürlich auch, dass das funktioniert natürlich nur dann, wenn es auch genügend Flugzeuge im Flugraum gibt. Was wir aber eben auch haben über den Ozeanikrouten ist Satellitenkommunikation. Und das ist auch eine Technik, die eingesetzt wird. Super, wunderbar. Die Frage ist noch, wie groß ist denn eigentlich das LDEX? Was ist mit groß zu verstehen? Also sozusagen im Chat. Ich vermute, Sie hatten ja vorhin die REX gezeigt, die alle sozusagen. Ja, wenn es auf den Formfaktor ankommt. Also die Miniaturisierung ist eigentlich gar nicht so das Thema. Der LDEX-Standard hat keine größere Komplexität als das, was wir auch aus dem Mobilfunk kennen, so jetzt mal ganz im Groben gesprochen. Das heißt, man kann das ziemlich klein integrieren und die Geräte, die man eben einsetzen wird, werden aus Kompatibilitätsgründen, damit man auch bei der Neuausrüstung und Umrüstung der Flugzeuge keinen großen Aufwand hat, die wird man mit dem gleichen Formfaktor herstellen. Super. Wunderbar. Dann ist jetzt hier gerade noch eine Frage in mein E-Mail-Postfach. Genau. Soll denn auch die private Luftfahrt, Sportfliegerei, irgendwann nach Ablauf der Übergangszeit mit LDEX ausgerüstet werden? Hier wird ja sicherlich der Kostenfaktor ein ungleich größeres Problem.
Ja, ist richtig. Also das ist bekannt. Und das wird wahrscheinlich erstmal so nicht passieren. Also ich hatte ja auch davon gesprochen, dass der Flugfunk noch sehr lange bestehen wird für die kommerzielle Luftfahrt, und in der Privatfliegerei wird das wahrscheinlich noch länger so bestehen bleiben. Super. Dann gibt es noch eine Frage: Kann man nicht ein Flugsicherungsflugzeug bauen? Oh, praktisch einen fliegenden Controller am Boden. Das ist halt immer mit Aufwand verbunden. Ist an und für sich haben Flugzeuge selbst auch aufgrund der Radarsysteme, die sie an Bord haben, und auch aufgrund der Technik, also dieses Systems ADS-B, das ich auch ganz kurz gestreift habe, die Möglichkeit, Flugzeuge in der Umgebung zu sehen und auch die Trajektorien zu erfassen, auf denen sich Flugzeuge bewegen, sodass jedes Flugzeug auch weiß oder also erkennen kann, ob es sich auf einem Kollisionskurs mit einem anderen Flugzeug befindet. Das heißt, jedes Flugzeug hat auch eine gewisse Awareness, eine gewisse Bewusstheit für die Situation und dann auch Mechanismen, die dann nur zwischen zwei Flugzeugen ausgehandelt werden, um eine solche Kollision dann auch zu vermeiden mit den entsprechenden Korrekturmanövern. Da muss nicht einmal eine Bodenstation eingeschaltet sein, wie zum Beispiel auch, was auch gar nicht geht bei den Transatlantikflügen. Also insofern sind Mechanismen der Flugsicherung auch in jedem Flugzeug bereits drin. Was ich auch noch total überraschend fand, war diese Abbildung mit dem Zaun und sozusagen, dass ein Zaun oder eine Halle tatsächlich da auch zu Störungen führen kann. Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, die Interferenzen in eine positive Richtung zu drehen, dass es sozusagen, also ich stelle mir das total schwierig vor, ich meine, unsere Umgebung wird sich immer ändern. Also wie kann man da denn damit umgehen, dass es irgendwie positive Überlagerungen von den direkten und indirekten Signal gibt? Ja, das ist eine gute Frage. Wenn wir das könnten, wär's gut. Aber wir müssen mit der Situation, wie sie so ist, müssen wir leben. Also wir können nicht verhindern oder kaum verhindern, dass es Reflexionen, wie hier gezeigt, über den Boden gibt. Man könnte theoretisch mit gerichteten Antennen arbeiten. Also man könnte zum Beispiel, der Sender könnte mit einer hochgerichteten Antenne direkt Richtung Flugzeug senden. Aber das ist mit sehr, sehr großem Aufwand verbunden. Dann muss ich auch dazu sagen, dass diese Darstellung hier links oben nicht alle Fälle eigentlich abdeckt. Die meiste Zeit ist ein Flugzeug ja dann doch relativ weit weg vom Tower. Das heißt, es befindet sich ziemlich nah am Horizont, so wie Sie das hier am Bild sehen, irgendwo hier am Horizont. Und dann ist der grün gezeigte Pfad, den Sie hier haben, und der blaue, die sind geometrisch fast sehr ähnlich. Die gehen fast alle in die gleiche Richtung. Und dann kann man selbst mit gerichteten Antennen wenig ausrichten. Also man muss mit der Situation leben. Und Gegenmaßnahmen sind dann eben auch der entsprechende Signaldesign, auch Codierverfahren, mit denen man Fehler, also Übertragungsfehler, die aufgrund eben dieser Reflexionen entstehen können, automatisch korrigieren kann. Dann hat man auch noch Verfahren, die erkennen, dass eine Message, ein Datenpaket nicht ankommt. Und wenn es nicht ankommt, also in der Regel ist es so, dass das Flugzeug bestätigt, dass die Meldung angekommen ist. Und wenn diese Bestätigung ausbleibt, dann weiß die Bodenstation, sie muss das nochmal senden. Also da gibt es eben verschiedene Verfahren. Wir müssen eben mit solchen Fehlern zurechtkommen. Aber das wird auch ganz gut gelingen. Super, wunderbar. Eine Frage ist noch sozusagen per E-Mail reingekommen. Wie lange reicht ein Funksignal? Wir hatten, das hängt sehr von der Sendeleistung ab, und wir hatten Reichweiten jetzt von, in unseren Tests von über 100 Kilometer, können aber theoretisch noch weiter gehen.
Also Reichweiten von 100 Kilometer, bei denen auch die Übertragung einwandfrei war. Wir sehen selber das Signal auch in 200 oder 300 Kilometer Entfernung. Da wird es dann aber mit dem Empfang und der also mit der Empfangsqualität dann schlecht werden. Wenn man sich in der Luft befindet, also wenn das wäre dann die Komponente der Flugzeugübertragung, dann sind die Reichweiten sogar noch ein bisschen größer. 200 Kilometer kann man da auch erreichen. Super. Ja, momentan schauen ja alle Medien auf den Mars. Das Funksignal reicht ja da nicht hin. Was macht denn der Mars-Rover dort, die Perseverance? Wie kann sich die orientieren? Wie kann man mit dem auch kommunizieren? Ja, das ist auch eine gute Frage. Um mit dem Mars-Rover zu kommunizieren, wird eine Verbindung von der Erde bis zum Orbiter. Teilweise ist es auch möglich, direkt zu dem Mars-Rover aufzubauen, aber man geht oft auch über den Orbiter. Und das ist eine Verbindung, bei der hochgerichtete Antennen eingesetzt werden, vor allen Dingen auf der Erde. Und zwar sind es dann Antennen des Deep Space Networks, das aus drei großen, 70 Meter großen Antennen besteht. Das sind Parabolantennen, die eine extrem hohe Richtwirkung haben, einen extrem hohen Gewinn auch. Und erst dann kann man diese weiten Entfernungen bis zum Mars auch überbrücken. Und typischerweise wird eben diese Verbindung aufgebaut von der Erde bis zu dem Orbiter, der den Mars umrundet. Und dann gibt es noch eine Verbindung vom Orbiter runter zum Rover. Super. Wäre das dann auch hilfreich für schwarmintelligente Flugobjekte? Ja, also damit könnte man natürlich auch den Schwarm, von dem wir eben auch hoffen, dass wir bald also einen Schwarm von Rovern auf dem Mars einsetzen können. Mit solchen Verbindungen kann man auch dann mit diesem Schwarm kommunizieren, wobei wir auch den Schwarm so entwickeln, dass er autonom ist. Das heißt, dass er gar keine Interaktion mehr benötigt mit Controllern auf der Erde, sondern dass er eben autonom entscheidet, wo er hinfährt, wie sich die einzelnen Schwarmelemente organisieren und dann eben autonom den Mars explorieren. Super, wunderbar. Viele verschiedene Möglichkeiten. Also ich gucke noch mal ganz kurz in den Chat, damit ich auch keine Frage übersehe. Also per E-Mail haben wir alle abgehandelt, der YouTube-Chat auch. Und ich glaube auch hier im Chat haben wir alles genau, wie weit das reicht, das LDAC-Signal, das hatten wir auch schon. Prima. Wunderbar. Dann würde ich sagen, bedanken wir uns alle noch mal recht herzlich, dass Sie Frage und Antwort gestanden haben, dass Sie Ihr tolles Forschungsprojekt uns vorgestellt haben. Und ja, wünsche allen ein wunderschönes Wochenende. Und ja, vielen Dank. Ja, danke, Michael.